19 goldene Regeln für den Erfolg als Immobilienmakler. Mein neuestes Werk wirst du bald bei uns kostenfrei, gratis runterladen können. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht einfach darum, ich möchte euch da draußen erzählen, so ein bisschen, was sind oder drei wichtige Dinge, die ihr einfach beachten müsst, um so ziemlich jeden Bereich, nicht so ziemlich, sondern um jeden Bereich, egal was, so in den Griff zu bekommen, dass es perfekt funktioniert. Drei Punkte, drei Schritte sind das. Der erste Schritt, und es ist egal, ob es Werbung, also Verkäuferakquise ist, ob es der Einkauf, also das Konvertieren eines Verkäuferinteressenten, also der seine Immobilie verkaufen will, und dann einen Alleinauftrag zu machen oder, wenn du einen Alleinauftrag gemacht hast, dann zum Verkauf zu führen, das heißt, die Immobilie erfolgreich zu vermarkten. Alle anderen Bereiche ganz genauso. Finanzen, Management, eine Firma aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen. Es ist alles dasselbe und leichter, deutlich leichter, wenn du diese drei Schritte einhältst und vor allen Dingen verstehst. Der erste Punkt ist, egal was du tun willst, du musst die Regeln, die Gesetze und die Maximen dieses Bereiches verstehen. Eine Maxime ist zum Beispiel, wenn du sagst, ich lüge nicht oder ich sage immer die Wahrheit. Ja? So wäre es im Einkauf die Maxime, dass Wunschpreise der Verkäufer nicht verkaufen, zum Beispiel. Ja? Das musst du verstehen. Du musst also die Regeln, die Grundgesetze von einer Sache einfach verstanden haben. Weil wenn du die nicht verstehst, dann läufst du in Fallen rein, in unnötige Fallen, die überhaupt keinen Sinn machen. Die zweite Sache ist, wenn du das einmal gecheckt hast, dann musst du verstehen, was sind die Doings, die du zu tun hast in dem Bereich. Welche Prozesse, welche Abläufe, was sind die einzelnen Arbeitsschritte. Und die Arbeitsschritte, die kannst du aber nur dann wirklich richtig gut durchführen, wenn du die Theorie dahinter verstehst. Also zum Beispiel, wie behandelt man einen Einwand richtig? Was ist die Struktur dahinter und wie funktioniert das wirklich? So, das nur mal so by the way. Also drei wichtige Schritte, die du in jedem Bereich einfach beachten musst. So, das ist das Erste. Jetzt will ich dir aus diesen 19 Regeln hier mal eine Sache rauspicken, die ich super wichtig finde. Und zwar, sorge für hohe Standards, Werte, Integrität und Moral. Das ist hier goldene Regel Nummer 16. Übrigens sehr cool, das Ding kann ich nur jedem empfehlen. Sorge für hohe Standards. Erstens, wenn du hohe Standards hast, dann musst du dir niemals Sorgen machen, dass irgendwo wirklich richtig was anbrennt. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn du immer sauber arbeitest und das auf einem hohen Level, dann musst du dir auch keine Sorgen darüber machen, dass Leute sich beschweren bei dir. Also zum Beispiel, wenn du wirklich immer pünktlich bist, ja, ist auch eine Maxime, Pünktlichkeit, also immer ich bin immer pünktlich zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du einfach beachten musst. Und das ist bei Maklern eben nicht normal. Und es geht auch nicht um die Tatsache, ob das selbstverständlich ist, weil es bringt ja nichts, wenn es selbstverständlich ist, aber nicht eingehalten wird. Es geht um das Einhalten von hohen Standards. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich spreche letztens mit einem Makler und in diesem Fall war es so, dass er ein Objekt gerade vermarktet und aus welchen Gründen auch immer, da ist eine Gewerbeeinheit drin. Und bei dieser Gewerbeeinheit ist bekannt, dass der Mieter in Kürze ausziehen wird. Jetzt hat der Makler gesagt, wenn ich das jetzt sage, dann ist das vielleicht nicht ganz förderlich. Also verschiebe ich das etwas nach hinten und mache das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt aber viele Beispiele, wie
Objektunterlagen. Ich starte mal mit dem Verkauf, obwohl ich noch gar nicht alle Objektunterlagen zusammen habe. Aber die kann ich ja immer noch beschaffen. Aber der Hauptsache, ich gehe mal online. Das sind einfach Sachen, was du vorne nicht erledigst, wird dir hinten auf die Füße fallen. Das macht einfach keinen Sinn, weil du sorgst einfach in deinem Business dafür, dass du viel zu viele Fallstricke hast, die dir am Ende des Tages auf die Füße fallen. Und je mehr du davon hast, umso mehr vergisst du nachher auch. Und überall ploppt dann irgendwo was wieder auf. Wenn du nämlich mehrere Objekte hintereinander hast und diese hohen Objektaufbereitungsstandard nicht hast, dann hast du immer irgendwas, was hochploppt. Da eine Bank. Da kommt, will der Verkäufer noch irgendwas. Und dann der Käufer. Dann ist der Nächste, der auch interessiert ist an Objekt, hat wieder eine Frage. Und so weiter und so fort. Also setze direkt von vornherein sehr, sehr hohe Standards. Dann hast du einfach gar kein Problem. Ein weiterer sehr hoher Standard ist, im Einkauf mit dem Verkäufer, bevor du den Alleinauftrag machst, dass du auch an die Verkäufer klare Regeln kommunizierst. Wie zum Beispiel, wann ist denn die Rechnung zu bezahlen? Weil, weißt du, du kannst das jetzt natürlich nach hinten raus verschieben und hoffen, dass nichts anbrennt, oder du klärst es direkt vorne und du weißt ganz genau, hey, es ist besprochen, es ist dokumentiert, die Parteien haben unterzeichnet und es gibt einfach keine Diskussion. Und der Verkäufer sagt nicht nachher, ja, aber ich habe gedacht, ich müsste erst bezahlen, wenn der Kaufpreis kommt. Hey, hallo? Jetzt mal ganz ehrlich, du arbeitest als Makler 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate mit Übergabe, mit Kaufpreiszahlung. Und wo bitte, welche Branche macht es möglich, dass man erst dann bezahlt wird, wenn der Erfolg eintritt? Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Steuerberater und sagst dem, hey, machen Sie mir mal die Bilanz, machen Sie mir mal die Steuererklärung und wenn ich Geld zurückbekomme von meiner Einkommenssteuer, dann bezahle ich Sie auch. Aber Sie müssen mindestens so und so viel 1000 Euro rausholen, sonst kriegen Sie kein Geld von mir. Das genau ist bei Maklern so. Und es ist doch total verrückt, dass der Makler dann auch noch bereit ist, nach getaner Arbeit über mehrere Monate hinweg, dann nochmal mehrere Monate warten soll oder warten muss oder einfach wartet, bis er dann sein Geld bekommt. Also das ist einfach ein so niedriger Standard, den du da ansetzt, wenn du dann aus Angst und Sorge, weil du es nicht geklärt hast, oder weil du denkst, dass es dann Probleme gibt oder weil du denkst, du kriegst dann den Auftrag nicht, am Ende des Tages du irgend so einen Blödsinn machst. Das ist kein hoher Standard, das ist Low Level. Exposés, genau das Gleiche. Mach doch deine Exposés auf dem höchsten Level und eben nicht auf dem Level einer CRM-Software, wo 10 andere Makler das gleiche Low Level Exposé auch haben. Und alle Kunden sehen das Gleiche, sondern mach doch direkt es auf dem höchsten Standard. Bei uns bekommst du die Vorlagen dazu. Und die Leute feiern dich. Die Leute feiern dich für deinen hohen Standard. Jetzt könnte man sagen, ja, ist immer irgendeine gewisse Form von Geschmackssache. Ne, welches Exposé ist schön und welches ist schöner oder vielleicht nicht so schön. Aber wenn du einen hohen Standard hast, dann kannst du davon ausgehen, dass der große Teil das, was du machst, weil du einfach besser bist als der Standard, dich dafür feiern wird. Das Gleiche gilt für Schnelligkeit. Wie schnell machst du etwas? Wie schnell wickelst du etwas ab? Auch das ist ein hoher Standard. Kommen wir mal jetzt zu einem anderen Thema, nämlich hoher Standard und Moral, Werte, Integrität. Du hast einen Deal, den du gerade machst. Du hast 10 Menschen, die das haben wollen. Und einer kommt zu dir und sagt, hey, wenn Sie mir das Geschäft geben, dann kriegen Sie von mir 5000 Euro extra Provision. Oder wenn Sie einen bestimmten Kaufpreis raushandeln, dann kriegen Sie für jede 10.000 Euro 1000 Euro mehr Provision. Würdest du es machen? Ja oder nein?
Ich sage dir, die Antwort ist nein. Wir machen solche Geschäfte nicht, weil wir haben hohe Werte, wir haben eine hohe Moral, hohe Integrität und deshalb würden wir so etwas niemals als Profi, als Expertenmakler tun. Ich weiß aber, dass einige da draußen genau so etwas tun und sich hinreißen lassen, solche Sachen zu machen. Geht nicht. Das ist ein sehr, sehr hoher Standard oder beziehungsweise das ist tatsächlich Selbstverständlichkeit. Weiteres Thema zum Thema Werte und Moral ist, wenn ich weiß, dass ein Verkäufer 1 Million für seine Immobilie haben will und ich persönlich weiß aus der Bewertung, dass es maximal 800.000 Euro sind, dann hat das was mit Moral zu tun, ehrlich zu sein, ja, und nicht zu glauben, ja, es könnte ja doch gut gehen oder ja, ich mache den Auftrag, weil der Verkäufer am Ende des Tages mir dann den Auftrag gibt. Oder wenn ich es nicht mache, dann kriege ich den Auftrag nicht. Ja, dann machst du es halt nicht. Dann machst du es bei einem anderen. Du machst es doch nur, weil man zu wenig Aufträge hat. Also das Thema hohe Standards, Werte, Moral und Integrität ist einfach unheimlich wichtig. Oder einen Kunden, der rummotzt oder der nicht zeitnah abwickelt, der keine Finanzierungsbestätigung beibringen kann und dich dadurch die Manege an den Ohren zieht oder an der Nase durch die Manege zieht, das hat was mit Integrität zu tun, weil du arbeitest auf Dauer, wenn du alles mit dir machen lässt. Wenn du jeden Mist mitmachst, dann verrätst du dich selber. Du verrätst deine Firma, du verrätst deine Rolle, die du innehast als Qualitätsmakler. Und mal abgesehen davon fühlst du dich auch noch scheiße dabei. Was soll da sinnvoll dran sein? Nur um jetzt den Deal zu machen. Und ich verspreche dir eins. Wenn du diese hohen Standards, Moral, Integrität und Werte einhältst, dann wird sich das extrem positiv auf dein Geschäft auswirken. Und aus diesem einfachen Grund möchte ich dir raten, halte und setze dir vor allen Dingen sehr, sehr hohe Standards, halte sie ein und trotzdem kann immer mal was verrutschen. Aber weißt du, dann hast du wenigstens ein gutes, reines Gewissen, weil Menschen dürfen Fehler machen und auch wir dürfen mal einen Fehler machen. Aber wenn du einfach aus Schlampigkeit, aus Nachlässigkeit und weil du einfach ungenau bist, diese Fehler machst, dann ist das überhaupt nicht smart. Weil auch das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Immobilienmakler draußen so schlecht im Business stehen und so einen schlechten Ruf bzw. Image haben, weil die Standards einfach so tief und so low sind. Also, wenn du nicht nur über die hohen Standards mehr erfahren willst, sondern einfach dein Business auf so hohem Niveau starten und ausbauen willst, dann schau mal in die Infobox, da ist ein cooler Link. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, diese 19 goldenen Regeln hier, die sind halt deshalb goldene Regeln, weil sie halt eben so extrem wichtig sind, dass man sie einhält. Und ich wünsche mir von dir, mach du mit als Makler, dass wir die Branche revolutionieren, dass wir die Branche besser machen und dass in 10 Jahren, wenn wir alle gemeinsam anpacken, wenn denn ein Verkäufer seine Immobilie verkaufen will, dass er seine Immobilie nicht privat verkauft, sondern über einen Makler verkauft. Und das wird nur funktionieren, wenn wir sehr, sehr hohe Standards ansetzen und vor allen Dingen durchsetzen, umsetzen und durchsetzen. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung.